Ja, Markus, mit 2 Treffern hast du heute entscheidend zum Punktgewinn beigetragen. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich denke, erste Halbzeit haben wir ein paar zu einfache Abspielfehler gehabt. Ich denke, so nach 25 Minuten aber sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Hatten dann auch einige Torchancen. Und ja, zweite Halbzeit haben wir klar das Spiel dominiert. Nach dem Spielverlauf, ja, ist der Punkt, der tut ein bisschen weh. Oder die 2 Punkte, die wir verloren haben. Im Endeffekt, ja, haben wir heute nicht verloren und dafür müssen wir am Sonntag zu Hause wieder 3 Punkte holen. Du warst heute wieder sehr cool vom Elfmeterpunkt. Du hast noch keinen einzigen Elfmeter verschossen. Wie erklärst du dir das, dass du da so cool bleibst? Ich kann das nicht erklären. Ich habe im Moment auch einen Lauf, muss man sagen. Und ich fühle mich sicher vom Punkt. Und ja, ich habe heute einem Dulek noch geschenkt, weil er jetzt schon länger nicht mehr getroffen hat. Und ja, es tut ein bisschen weh, der Punkt, muss ich sagen. Danke dir. Ja, Christian, erstmal kann man dir heute doppelt gratulieren. Einmal zum Geburtstag und zu deinem ersten Regionalliga-Einsatz für den FC Homburg. Auch wenn es jetzt nicht für einen Sieg gereicht hat, wie fühlst du dich? Ja, ist natürlich schade, dass wir nicht gewonnen haben. Die Chancen waren da. Ich finde, wir haben den Gegner auch nicht zu viel zugelassen, weil die 1-2 Konter, was die gehabt haben, da finde ich, haben sehr gut verteidigt. Die Restverteidigung hat auch gepasst. Und ja, am Ende des Tages, wir haben das Spiel unentschieden gespielt, nicht verloren. Also wir fahren mit einem Punkt einfach nach Hause. Aber auf jeden Fall im nächsten Spiel wird ein Sieg reinfahren. Danke dir. Ja, Timo, 1 Punkt in Groß-Asbach. Deine Worte zum Spiel. Ja, schwierig, weil ich glaube, heute haben wir 2 Punkte verschenkt. Wir haben in meinen Augen mit Ball ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben heute nicht so gut verteidigt. Ich sage, wenn man auswärts 3 Dinger macht, dann muss es reichen. Aber ich muss sagen, dass Asbach heute auch gut dagegen gehalten hat. Und ja, wir haben leider nur einen Punkt mitgenommen. Das ist äußerst bitter. Aber ja, es geht weiter. Wir müssen damit leben. Aber wie schon gesagt, mit Ball war es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Was denkst du, woran es gelegen hat, dass ihr euch in der ersten halben Stunde schwer getan habt, so ein bisschen ins Spiel zu finden? Ja, das war ja so ein bisschen so ein Abtasten, ja, wie der Gegner dann spielt. Und dann beim 1-0 war es dann halt so, dass wirklich ein Konter, wo wir nicht gut stehen, wo er dann allein aufs Tor zuläuft und das Ding dann auch eiskalt macht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Spiel gebogen. Ja, wir haben dann auf einmal 2-1 geführt, kriegen dann eine Standardsituation, wo die Zuteilung nicht gestimmt hat. Äußerst bitter. Und dann schießen wir uns ein Eigentor mit dem 3-2, kommen aber dann nochmal ran, können dann in meinen Augen noch das 4-3 machen, aber zum Schluss mit dem Freistoß müssen wir dann vielleicht dann doch noch froh sein, dass wir wenigstens den Punkt noch mitgenommen haben. Danke dir. Gerne.